Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge Splatoon 3. Letzte Folge haben wir mal den fünften Sektor erfolgreich abgeschlossen. Da haben wir mal jetzt alles erledigt, alle Level, alle Sachen gefunden. Und ich habe gehört, dass wenn man alle Pixel aufdeckt in den Sektoren, man eine Belohnung erhält anscheinend. Ich habe noch keinen Plan, was für eine das ist. Ich habe mal bei jedem Sektor alles bis auf einen Pixel entfernt, dass man das jetzt schnell noch entfernt alles. Was genau dabei rumkommt, keine Ahnung. Sehen wir. Vielleicht. Irgendwann. Irgendwas übersehen hier? Ah, ne. Achso, ne, okay. Da steht einfach nur erkundet. Ah ja, okay. Wir gucken, vielleicht kriegt man am Ende, wenn man alles, immer alle Sektoren durch hat. Was? Das könnte sein. Gut, dann decke mal die Dinger schon auf hier. Wo war der letzte jetzt da hinten? Ha, haben wir auch. Perfekt, da steht er nämlich auch erkundet. Wunderbar. Gehen wir hier kurz in die Röhre rein. Sehen wir uns drüben kurz wieder. So, da haben wir jetzt auch den letzten Pixel hier. Perfekt. Gehen wir in Sektor 4 rüber. Da haben wir noch einen. So, dann sollten wir es auch haben. Perfekt. Und in Sektor 5 haben wir da drin noch einen. Und dann gehen wir in Sektor 6 über. Wo ich sehr gespannt bin, wie der abgehen wird. Hier unten. Na. Bin ich jetzt fast drauf oder nicht drauf, oder? Wie sieht das aus hier? Hallo? Haben wir. Sind sie da blöd? Da ist ja noch irgendwo einer. Ne, okay. Ja, guck mal, gehen wir in Sektor 6 weiter und sehen wir es am Ende dann. Vielleicht zählt es auch dann erst. Naja. Sehen wir mal gleich. Hoppa. Als sieht der Ballon da oben auch dazu. Ja. Da. Ne, okay, der Ballon sieht nicht dazu. Ein Schriftroll habe ich ja. Na egal. Gehen wir. Sektor 6. So, dann geht die wilde Fahrt mal weiter. Rein da. Super. Beide sind abgelegen, oder? Das könnte sein. Bisschen Wasser? Ja. Oh, interessant. Ja. Okay. Ah, ein Signal. Aha. Das könnte Opa sein, theoretisch. Vielleicht aber auch nicht. Sehen wir. Der Ballon geht doch jetzt über die ganze Map verschauen, oder? Ja, ja, der geht weiter und weiter. So, hier drüben ist anscheinend nichts. Okay, das. Viel aufzudecken gibt es hier anscheinend nicht. Das ist schon mal gut. Dann decken wir hier doch gleich mal alles auf. Okay, wahrscheinlich steht der Ballon dazu. Hier ist gar nichts. Okay. Na gut, dann gehen wir mal drüber. Mit der Schiene. Und gehen gleich mal ins erste Level rein. So. Klar wie dicke Tinte. Besiege die Gegner im Nebel und reise das Ziel. Oh Gott. Im Nebel. Oh, Nebel. Bist du vor einer? Oh. Ah, ich hab jetzt Platana. Ne, ich nehme mal hinten aus, wie immer. Ich meine, das sind ja alle Bomben, ne? Stimmt. Und dann sehen wir mal. Wieso sehe ich das hier schon denn? Was stimmt denn da nicht?
Ah, ist aber eingesperrt. Brauchen wir einen Schlüssel für wahrscheinlich. Oben drauf hin das? Das ist gar nichts? Gar nichts? Okay. Ja gut, okay. Oh. Ich höre aber schon die Party. Dass da ein paar Octolinge rumrennen. Na, triffst du mich nicht? Wir müssen gerne hier oben bleiben. Hey! Jetzt ist frech hier. Oh Gott sei Dank. War das schon alle? Ich bring mal runter. Ja, das scheinen alle von diesem Bereich hier gewesen zu sein. Okay. Mal gucken. Das sind jetzt die einzigsten Gegner hier anscheinend. Aber die sind auch so blöd und... Na komm. Komm hier runter. Ich bin auch so auf einer Höhe hier. Na warte. Ich krieg Schreck diesmal. Hey, Gut, das war ein Spawnpunkt eben. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Ist da drüben jemand? Oh. Ja, gut, vielleicht hat man die Bombe. Okay, da fliegen ein paar runter. Aua. Drüben sind zwei. Unten. Hier mit einem Schirm. Sollen wir mal die Ulti ein? Ja, du. War das alle? Scheint so. Oh, der Auto da oben. Hin. Aber frag mich nicht wo. Irgendwo da oben scheint noch einer zu sein. Ah, da oben. Noch? Oh Gott. Ich hab ein Problem. Oh Gott. Okay, die haben mir ein bisschen Regen. Ein bisschen Regen genommen. Komm, sag ich Regen. Wofür ist jetzt die Ult gut? Okay, deswegen. Okay, hier oben ist keiner mehr. Na, wo sind sie denn? Alter. Oh Gott, nein, nein. Ich höre sie nur. Hey, ich weiß schon, wo ich bin. Oh Gott. So, okay. Ah, es war einer. Perfekt. Dann würde ich sagen, Bombe rein und ziehe. Okay. War ein gutes Level. Nur das Gute war immer, dass man beim Start in so einem weiteren Bereich immer höher war. Also ich konnte die treffen, die mich aber nicht. Das war ein guter Vorteil. Was die ganze Sache etwas einfacher gemacht hat. Wenn man das nutzt. Okay, dann machen wir hier mal frei. Ah, da ist was versteckt. Eine Goldplatte. Okay. Da geht's weiter. Und da drüben geht's weiter. Du hast Fischeier? Na komm. Bisschen Tinte. Hey, 100 Fischeier. Dankeschön. Ich geh mal hier hoch. Wunderbar. Ein paar Kisten. Oh, ein Azovium. Hey. Reicht mir das wieder?
5 Stück, perfekt. Da haben wir nur noch ein Ding, was zur nächsten fällt. Machen wir 5 Anchovien wieder. Sensor Plus markiert auch humanoide Formziele. Torientieren deine Reichweite. Erhöhe die Reichweite, ist irgendwas. Was war das? Anzugreparatur Plus. Okay, repariert sie schneller. Perfekt. Ja, dann haben wir nur noch das hier. Erhöhe den Schaden, den es abminiert hat. Ja. Letzte. Was da noch fehlt. War da seine Mini jetzt da stehen? Okay. Ist auch nichts weiteres. Auch ein. Reparatur. Gut, damit kommen wir wieder zurück dann. Aber hier ist noch was versteckt. Irgendwo. Muss hier noch was sein. Komm, deine Mini, such mal. Hallo. Ach Gott. Da ist ja doch nichts, aber gut, ist doch nichts hier. Geh mal weiter. Was ist da? Oh, geh mal darüber, würde ich sagen. Ui, das ist wieder ein weiteres Level, deswegen. Was sind wir da? Jedes Kleckschen zählt. Reiche das Ziel aber vor sich, der Titel vor Ort ist begrenzt. Oh Gott. So war's schon wieder. Okay. Okay, bin ich mal gespannt. Feindesperser. Das ist das Ding, okay. Okay, okay, okay. Bedacht schießen. Ui. So. Okay. Laufen wir hier mal ein Stück? Okay, 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 okay. Interessant. Oh Gott, du hast ein Schutzschild. Ein Schaft. Ich gehe hier mal kurz vorbei. Und ignoriere ich einfach mal. Ah, nee. Ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck dieses Levels. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, nein. Schmeiß Bomben. Lass mich schon in Ruhe. Lass mich in Ruhe, bitte. Pfui. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Lass mich doch in Ruhe. Bitte. Lauf. Lauf. Komm schon. Ja, da ist kein Sinn. Nein, stopp. Geht da richtig hin. Oh nein, ein Sniper. Oh Gott. Lauf. Oh Gott. Oh Gott. Regenerieren, regenerieren. Oh Gott. Huh, ich weiß nicht, wie lange das Level noch geht und ich habe auch nicht mehr so viel Tinte. Ich drehe nochmal eine Runde. Kann ich da durch? Nee. Das ist schon mal gut. Nein. Das ist Ruhe. Nein, pfui, lass mich in Ruhe. Nein, wie weit schießt du denn? Lass mich alle in Ruhe. Hilfe. Oh Gott. Ah. Geh mir doch aus dem Weg. Geh doch aus dem Weg, bitte. Ich tue euch doch nichts. Wo muss ich hin? Oh Gott. Oh Gott, nein. Gott, 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 warte, 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 lauf, 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 sind wir noch da? Komm, aktiviere das Ziel! Oh Gott! Ich weiß nicht, wie viel Tinte ich noch hatte eben, aber... Man darf die Gegner einfach nicht abschießen, dann einfach nur durchrennen und rennen und hoffen, dass sie nichts treffen. Mhm. Auf jeden Fall ein bisschen was anderes als das andere Tintenvorrat-Level damals. Alter, da musste man sich einen Weg erfreien machen.
Oh Gott. Okay, da geht er bitte weiter. Und hier war wieder was. Was haben wir denn da? Spinddeko. Ein Schallplattenspieler? Okay. Was haben wir denn hier zu sehen? Oh. Ah, das sind noch ein paar Level vor uns. Und da oben ist dann das Boss-Level. Wahrscheinlich gegen den Mantaro. Mantaro? Mantaro. Ach, egal. Da ist wieder ein weiter Weg. Und da hoch geht's theoretisch noch. Aber wie? Okay. Nein. So, jetzt aber. Komm. Ach, fress nur, Mann. Mich verarschen oder was? Hallo? Der frisst es nicht. Mann, ich soll auch kommen. Ja, mal darüber. Wahrscheinlich hier lang dann. Hey, ich bin da runter. Du blöder Depp. Du musst da abspringen. Und keine Kunststückchen vollführen. Oder? Ja. Mein Gott. So, nächstes Level. Ja, und so kommt man rüber dann. Ja, genau. Ein Turm taucht ab. Erreiche das Ziel und zwar schnell. Okay. Bin ich mal sehr gespannt, was das jetzt geben wird. Ich nehme mal die empfohlene Waffe. Das ist ein Disperser einfach nur. Und ja. Erstmal gucken, was abgeht hier. Einmal rum und nach oben. Ja, nicht verlaufen kann man sich nicht, aber. Da sind ein paar Gegner auf dem Weg und ich glaube, der sackt ab die Turm. Richtig? Und ab wann geht die Party los? Hier. Aber sehr. Erschreckend! Gib mir alles im Weg! Oh mein Gott! Nein! Alter! Okay, oh Gott! Interessant, interessant. Nein, nein, nicht so viel zerstört. Einfach nur weiter, einfach nur weiter. Du juckst mich jetzt gerade gar nicht. Ich muss hier einfach nur weiter. Oh Gott, meine Rüstung ist zerstört, oder? Nee, doch. Oha! So bewegt sich der Boden hier alles. Was passiert denn? Was passiert hier? Bitte. Was zur Hölle? Was sagt denn einfach nur dran? Ich springe nicht um. Oh Gott. Ah, das bricht alles auseinander. Oh Gott im Himmel. Komm, 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 das ist hier, das ist hier, das ist hier. Oh. Kann man hier auch noch was passieren? Ich glaube nicht. Hei, hei, hei. Okay. Das war ein schnelles, aber intensives Level. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch irgendwelche weiteren Fischer gab. Ah, hei, hei, hei. Hui. Okay. Die Level werden interessant hier. Gut, haben wir alles aufgedeckt hier? Was ist hier noch was? Nee, ich glaube, hier scheint nichts mehr zu sein. Gut, dann gehen wir rüber. Kann ich da stehen? Ja, sehr gut. Dann machen wir es einfach so und decken das jetzt auf. So. Ja, eine Schriftrolle. Hey. Gut. Operation Minimitrischter. Verhalten der Beute. Analyse der Fellqualität der Beute ergibt perfektes Fell. Ich drücke stattdessen ein bisschen die süßen Knubbel an seinem Fohlen. Ah ja. Interessant. Seine Mini ist was versteckt. Ist hier irgendwas? Und auf nur leerer Bereich. Auf nur leerer Bereich. Okay. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Mir auch recht. Ach ne, da drüben geht's noch weiter.
Den Teil habe ich gar nicht gesehen hier. Dass es hier noch rüber geht. Jetzt. 12.000 Fischeier, Alter. Drüben steht Ballon. Kriegen wir den? Komm, 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 komm. Ach komm schon. Mini. Oh. Soll ich vielleicht gucken, wo man hinläuft. Hat das keiner gesehen, okay? Sehr gut. Schneide ich raus. Eieieiei. So. Gehen wir drüben weiter. Da haben wir das nächste Level. So, haltlos, halt. Was? Haltlos, haltlos? Agiere im Rhythmus und erreiche das Ziel. Rhythmus. Rhythmus klingt interessant. Nee, Schwabber nehme ich. Das ist der. Schießt so. Und habe ich alle. Habe ich. Salmini als Ding. Okay. Wunderbar. Okay. Was zur Hölle? Oh. Was hat das gerade mit Rhythmus zu tun jetzt? Aha. Hier drüben irgendwas? Ja, auf nur weiterer Weg und Sniper. Achso, hier komme ich noch weiter. Alles klar. Gut, nein, das sieht mich hier. Ihr Deppen erstmal weg da. Blöder Sniper, lass mich in Ruhe. Komm schon. Ja. Wunderbar erwischt, okay. Ist da drüben noch was? Nee. Wunderbar, dann gehen wir weiter hier. Nein, ach, da waren Fischeier. Hier was? Nein. Dann gehen wir doch dann mal weiter. Oh, Appa. Oh Gott. Wo kommt der her? Also, ja, wo kommt der her? Dann geh ich doch mal kurz hier hin. Kommt gerade so schön nah. Ihr trefft mich alle nicht. Oh. Oh mein Gott. Also. Dazu sage ich gar nichts. Da. Dazu sage ich einfach gar nichts. Vor allem. Ach du Heil, muss wieder alles vorne machen. Also besser nicht runterfallen. Okay. Ich habe verstanden. Und nicht zu schnell, einfach nur ruhig. Aber Zeit. Du Sniper? Ich sehe mich nicht. Ey, du da. Ich da. Gehen wir kurz weiter. So, den haben wir auch. Das Level ist eigentlich echt zu schwer. Einfach nur ruhig. Agieren und merken, wann circa das Ding weiterfährt. Kann aber. Hey! Du Salmini, kümmere dich mal um den. Na, den will ich mal. Na, komm, Salmini, jetzt kriegst du ihn doch. Danke. Machen wir denn? Und bleiben wir hier stehen. So siehst du mich. Okay, dann gehen wir da links rüber. Der Depp ist weg. Oh Gott, nein. Pfui. Du Depp. Guck mal, da drüben liegt ein Salmini. Den kannst du angreifen. Na? Bitte, wo soll ich hin? Salmini, komm her. Wir gehen darüber.
Achso, der hat mir auch lang geguckt. Okay. Ah. Achso, so, da oben geht's weiter. Okay. Ja. Hab's gesehen. Und er hat mich auch schon gesehen, glaube ich. Oder oben. Oh Gott. Und nicht hoch. Nein, Salmini. Ach Gott, Salmini-Beschüsse. So, Nummer 1 haben wir. Salmini, der ist für dich. Ich helfe dir mal kurz. Der Sniper, du. Oh Gott. Gut, Sniper. Er ist halt Mini. Bringt gar nichts. Komm schon. Triff den doch. Ja. Geht, hier geht's nicht weit. Aber hier geht's weit. Ah, so geht's dann. Zum Ziel hinauf. Alles klar. Das ist sogar ein schickes Level. Ist doch ganz geil. Ja, die Level sind interessant hier. Gut, es war jetzt so schwer, man muss einfach nur gucken, Rhythmus mit und weiter halt. Gut, ist hier noch was? Pff, könnte oben noch was sein. Dann gehen wir doch immer hier rüber. Zu der Kiste da? Eine weitere Schriftrolle. Okay. Ja. Das sieht nach Anweisungen zur Mumifizierung von Inklingen aus. Ja. Vielleicht dachte man früher, dass der Gestalt bewahrte Körper einmal zurück ins Leben geholt werden könnte. Können. Ach, du Heilige. Aber das ist doch sicher kein echter Inkling. Das kann doch wohl nicht sein. Oder doch? Könnte schon ein echter Inkling sein. Das ist auf jeden Fall Tintenfisch und... Nee, danke. Brauche ich es nicht. Aha. Sonst ist hier nichts. Nach hier unten geht's dann weiter. Da haben wir noch ein Level. Vorher entfernen wir die Scheiße hier. Das Schmodderrichter. Und gehen in das Level rein. Was haben wir denn da? In die vollen Rollen. Setze deinen Roller ein und erreiche das Ziel. Brimm, brimm. Roller. Guck mal, welchen Roller. Klecksroller, Kardinbombe. Geht der ist recht groß und wenn schnell. Carbonroller. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Ah, die Curly-Bombe oder was? Dann nehme ich lieber die Curly-Bombe. Ansonsten sehe ich da jetzt keinen Unterschied zwischen den Dingern. Boom. Oh, Überraschung. Okay, er mir hier durchrollen. Schon wieder klarkommen mit dem Ding. Wieder ein paar Tage her, dass ich die genutzt hatte. Ah, mein Gott. Bin ich blöd. Mein Gott. Wow. Springen und dann... Raum. So, mal gucken, bitte streichen hier. Du weißt ja, wo ich bin, gell? Nein, wieso drehst du dich jetzt falsch rum? So, jetzt haben wir dich doch. Okay, gehen wir weiter. Wo bin ich nur, gell? Wieso? Mein Gott. So, haben wir den noch. Perfekt. Ja, da hinten haben wir alles. Dann gehen wir weiter. Ach so, das sind wir jetzt unter dem. Bumm. Zack, zack.
Hat er noch was? Nö. Dann machen wir hier nochmal weiter. Hey! So, nächsten. Hey. Dann. Okay. Da drüben oben sind ein paar Dullis. Die ignorieren wir mal kurz gekonnt. Die sehen mich anscheinend auch nicht. Na gut, dann. Oh Gott, das ist ganz schön verwirrt. Nein! Mann! Könnte ich den denn verfehlen, bitte? So. Okay. Das ist mal interessant hier. Oh. Du bist ein Sniper. So ist die Tinte hier wieder voll, der Sniper. Oh, hier ist ein Weg, okay. Ach, moin, guten Tag. Doch noch was? Ja, doch noch was. Können die Bombe mal einsetzen, vielleicht. Kommt mal schneller voran. So, Kollege. So, haben wir den auch. Und dich. Und du bist der Nächste. Oh Gott. Ey. Wollt ihr hier nicht hinterspringen? Ihr seid alle noch dran. Hey. Bumm. Ey. Fällst du das aus? Ah, ich fische ja. Sehr schön. Gut, dann geht's hier oben weiter jetzt. Ah ne, hier ist das Ziel schon. Na gut, okay. Dann gehen wir alles ins Ziel. Bitte. Mein Gott, ist die Pumpe drauf. Heieiei. Ja. Sind gute Level. Sind jetzt keine mega schweren Level dabei wie in Sektor 5 am Anfang. Aber. Sind jetzt auch eine mega leicht. Also schon. Gute Level dabei. Gut, dann. Würde ich sagen. Was hast du jetzt noch gefunden? Okay, ein paar Fischer, ja. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es mit Sektor 5 weitergeht. Also, tschüss.